So, hallo und herzlich willkommen. Heute wieder eine Runde PUBG. Mal wieder ausgepackt bzw. gezockt seit langem mal wieder. Ich habe gedacht, ja, gucken wir doch einfach mal, nehmen wir mal eine Runde auf. Gucken wir mal, was passiert. Bin kein Pro, deswegen am besten, wenn ihr Tipps habt oder ich irgendwas falsch mache, schreibt es einfach in die Kommentare. Darüber würde ich mich sehr freuen. Weil ich doch noch die Tipps brauchen kann, auf jeden Fall. Liegt da unten was? Nee. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, ob hier jemand gelandet ist. Ich glaube aber fast nicht. Weil ich tatsächlich, glaube ich, meinen Spawnpunkt ganz gut gewählt habe. Wo ist denn die Zone jetzt? Oh, ich bin relativ gut. Ich könnte mich schon mal über die Brücke auf den Weg machen. Und ja, gucken, was passiert. Ja, wobei, wo ging die Route? Hier oben lang, gell? Das heißt, da sind jetzt wahrscheinlich überall relativ viel. Also ist für alle eine mega gute Zone. Hier nehme ich für die Entfernung. Ah, hier geht schon richtig ab, ja. Roadpunkt ist hier drauf. Energy Drink nehmen wir mit. Liegt der, haut der hier einen Drop? Hat der gerade hier einen Drop rausgehauen? Oh, ach du Scheiße, okay. Das wird jetzt richtig heftig. Munition. Ganz fresh. Passt der hier drauf? Jo. Passt der Griff drauf? Der passt hier drauf? Okay. Okay. Wo ist der Drop hin? Ist der nicht gerade hier irgendwo runtergekommen? Dann machen wir uns nochmal dahin auf den Weg, wo ich zumindest vermute, diesen Drop gesehen zu haben. Oh, da ist er doch. Ich muss scheiße blind sein. Wie viele schießen jetzt hier drauf? Was denkt ihr? Schreibt mal euren Tipp in die Kommentare. Von wie vielen Seiten ich jetzt angegriffen werde. So, da gönnen wir uns ein Medikit. Der war vielleicht alleine. Das wird aber bestimmt auch nicht der letzte, einzige gewesen sein. Stufe 3. MK14. So, Rotpunkt ist hier erstmal drauf, um hier wegzukommen. Dann verpissen wir uns. Spawn ist immer noch echt gut. Ich denke, wir werden jetzt mal hier auf den Berg hoch begehen. Muss ich die Leiche noch looten? Wo war denn überhaupt? Die spawnt die Leiche eigentlich. John gern kurz gucken, was er hatte. Ah, da ist die Kiste noch. Oh. Griff. Magazin. Sehr nice. Oh, ganz viel Munition. M24. Nee, lass mal stecken. M24, zwar eine mega perverse Waffe, aber dadurch, dass ich jetzt mein Aim noch nicht so gut unterwegs bin, spiele ich lieber mit Waffen, wo ich mehr sprayen kann oder halt zumindest öfter schießen kann. Ich glaube, kann man nachvollziehen. So. Da oben sind Schüsse. Vielleicht kann ich den von hinten überraschen. So viele Möglichkeiten, wo einer hocken kann. Der Witz ist, ich brauche eigentlich echt jetzt nichts mehr zum Looten gerade. Okay. Schießt der auf mich? Oder schießt auf jemand anderen. So. Es ist neblig. Schreibt mal in den Kommentaren, kann es neblig werden? Oder. Krass.
So, nachdem ich jetzt AFK war. Nachdem ich jetzt AFK war, gefühlt, keine Ahnung, 10 Minuten, machen wir weiter. Brauchen wir irgendwas? Setze ich mich jetzt gleich mal hier an den Stein und heile mich etwas. Oh, das ist ein böser Spot hier. Ich hoffe jetzt nur hinter mir kommt keiner. Nehme direkt ein Medikit. Achso, das heilt mich auch nicht höher. Okay, dann muss ich einen Energy Drink noch nehmen. Das war jetzt ein bisschen verschwendet. Okay, ich bin noch... Ach du Scheiße, fuck. Hier bin ich jetzt draußen. Da unten ist die nächste Zone. Hier muss ich jetzt aufpassen, ob hier irgendwo ein Sniper hockt, der sich wohl fühlt. Die andere Frage ist, wie komme ich hier runter? Ich hoffe, hier komme ich irgendwie runter. Och du Scheiße. Okay. Okay, RIP. Ich komme hier nicht runter. Holy Macaroni. Und gleich verkleinert sich die Zeit. Oh mein Gott. Okay, das ist halt, wenn man die Map noch nicht kennt. Bisschen delikat. Ich hoffe, hier komme ich runter. Auf geht's. Jetzt heißt es Gas geben. 5 Sekunden, okay, das wird knackig. Links geht's noch ab, oder ist da eine... Okay, Schuss. Der war von hinten. Das ist gut, der kann eigentlich relativ... nicht so schnell hinterher, außer der hockt jetzt da oben und zieht runter, aber dann hat er gleich ein Problem, wenn die Zone kommt. So, ich muss irgendwie hier in die Mitte kommen. Da will jetzt wahrscheinlich gerade jeder hin. Ohne dass der hinten jetzt auf mich ballert. So. Oh, der schießt wieder, aber der hat vielleicht Probleme mit anderen. Es wäre interessant zu wissen, wo die Zone hinwandert. Okay, da kommt vielleicht auch noch der ein oder andere rüber. Ich verschanze mich mal in seinem Haus da drüben. War da einer? Nee. Ich sehe schon so Phantome. Looten an sich brauchen wir eigentlich nichts. Wir können uns gleich noch einen Energy Drink gönnen. Medipack nehmen wir aber mit. Brauchen wir Munition? Wie sieht's aus? Eigentlich nicht, aber ich gönne mir noch einen Energy Drink. So. Das heißt, mal abwarten. Wo geht die Zone hin? Jetzt wird's spannend. Oh, ich sitz gut. Munition. Ich habe nicht mehr so viel 9mm Munition, das ist das einzige Problem, was wir vielleicht haben könnten. Habe ich die Tür unten noch nicht zugemacht? Ja, hier gibt es 10 Fenster zum Reinkommen, also muss ich mich auf Steps konzentrieren. Dann gucken wir mal. Das ist halt heftig. Also ist, ich meine, wahrscheinlich besser so jetzt als im Offen. Feld. Oh, da kommt einer. Hallo.
So, jetzt habe ich meine Position verraten. Kein Problem. Hier war einer. Ich bräuchte noch ein bisschen 9mm Munition. Sehe ich da welche? Wie sieht denn die aus? Ah, so orangene Päckchen. Ich höre Steps irgendwo hier in der Nähe. Da kommt die Zone. Ich bin noch relativ safe. Ich glaube, jetzt wird gerade jeder so ein bisschen geierig, so gerade am Ende der Zone sich befinden. Oder genau in der Mitte. Da war einer. Ein Baum. Jetzt kann er natürlich anhand der Flugrichtung sehen. Und in mir kommt einer. It was at this moment that he knew. He fucked up. Meine Fresse. Schade. Ja, war dumm. Das war dumm. Da hätte ich nicht auf den Kill gehen dürfen. Oder hätte mit der anderen Waffe schießen sollen, mit der ich eigentlich gedacht habe, ich schieße. Und dann war es natürlich blöd. Dann war ich geforst, Medikit zu nutzen. Beziehungsweise hätte ich nicht nutzen müssen, aber musste fast sein. Gebt auf jeden Fall gerne einen Daumen hoch. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.